Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leaders Café, der Podcast mit Martin Limbeck und spannenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft. Heute habe ich einen ganz spannenden Mann bei mir sitzen hier, bei mir in Wesel. Er ist mich besuchen gekommen, er hat 2 Tage mit meiner Mannschaft und mir verbracht. Wir haben uns auf einer Klausurtagung auf Kreta kennen und schätzen gelernt. Das war so irgendwie so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Nicht, was ihr jetzt denkt da draußen, ihr Lieben, sondern vom Interesse her an dieser Person. Mir gegenüber sitzt der Michael Jansson. Michael, sag doch mal unseren Zuhörern, was du genau machst. Also ich könnte das ganz, ganz einfach formulieren. Ich bin Gesichtsleser und aus dem Gesicht lese ich die Potenziale und damit die Begabungen, Fähigkeiten, aber auch Schwächen einer Person. Jetzt gibt's ja Menschen, ich habe von dir auch erzählt, die sagen, das ist alles Hokuspokus, das ist ja noch schlimmer wie Esoterik, das gibt's doch gar nicht, Körpersprache kann man deuten, aber das ist wissenschaftlich nicht belegt. Woher kommt die Kunst des Gesichtslesens? Also die Kunst des Gesichtslesens ist schon sehr, sehr alt. Die Chinesen haben schon vor 2.500 Jahren versucht, aus dem Gesicht Krankheiten lesen zu können. Und haben das im Laufe der Jahrhunderte auch perfektioniert. Es gibt schon seit über 50 Jahren in Italien einen Arzt, der das in Europa auch über wissenschaftliche Studien dann mehr oder weniger bestätigt hat, dass das stimmt. Nur es ist natürlich so, bei allen Dingen im Gesundheitswesen, die eventuell sehr preiswert sein könnten und man sehr gut und schnell diagnostizieren kann durch einen Blick ins Gesicht, könnte verschiedene Personen und auch Firmen nicht interessiert sein, das sonderlich weiterzuentwickeln. Wenn ich den Unterton raushöre, könnte das eine ganz bestimmte Branche sein, an die ich da auch gerade spontan denke. Haben sogar einen Werksfußballverein, ja, diese Branche. Okay, verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, hier hören ja Führungskräfte zu, Leader zu. Sag, was, also ich kenne die Kunst ja so ein bisschen vom Heilpraktiker. Ne? Es gibt ja auch Heilpraktiker, die das Gesicht aufgeteilt haben, ganz feingliedrig, oder die alten Chinesen mit Akupunktur, die eben alle Krankheiten auch im Gesicht lesen können. Deswegen kann ich mir es gut vorstellen. Und wenn ich es mir nicht vorstellen könnte, dann hätten wir nicht 2 Tage meine komplette Mannschaft und mich geschult. Und bin immer noch ganz... ganz berührt. Das war wirklich toll. Und wenn ich das mal mit Insights vergleiche, wir sind ja der größte Insights-Partner in Deutschland, wo wir Potenzialanalysen machen. Und auch meine Jungs, die Insights ausgewählt sind, das war ganz spannend, haben gesagt, guck mal, genau dieselben Sachen, die du im Gesicht liest, können wir über die Farben ableiten. Also war ich sofort davon überzeugt, dass das tatsächlich funktioniert. Was kann ich denn in der Führung dadurch gebrauchen? Und was können Führungskräfte vom Gesichtslesen lernen? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich als Gesichtsleser ein Profil einer Stelle, die gesucht wird, genau kenne, kann ich sofort ohne großen Zeitaufwand und sehr präzise und schnell zu diesem Profil die entsprechende Person dazu bestimmen und aussuchen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, oder ich kann mir vorstellen, und ich sehe das ja teilweise mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, sie hätten noch nie so schnell und gleichzeitig so präzise ein Profil, eine Stelle über Profile besetzt. Und ich halte es auch grundsätzlich für viel, viel besser als eine Biografie. Ausrichtung bei der Personenauswahl zu suchen, Personalauswahl zu suchen, wie wenn ich das Ganze über Gesichter lesen mache. Ja. Das unterschreibe ich, weil irgendwann, ich weiß nicht, dann nagelt mich mit der Zahl jetzt nicht fest oder du mir auch nicht, aber irgendwie über 90% arbeiten irgendwann nicht mehr in dem Beruf, den sie mal gelernt haben. Ne? Oder etwas, was sie in ihrer Ausbildung in der Zeit gemacht haben. Das heißt, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt Führungskraft, dann habe ich 10 Bewerbungen, du kommst zu mir oder ich schicke dir die 10 Bewerbungen, du kannst anhand der Gesichter von dem Bewerbungsfoto, kannst du lesen, wer für die freie Stelle der richtige Kandidat ist. Wenn das Profil präzise angegeben wurde, also die Stellenausschreibung in Anführungszeichen, Martin, ja,
dann kann ich das ohne Problem. Wie hoch ist deine Trefferquote? Die liegt mindestens bei 85%. Wow. Weil bei uns oft so auch im Insights zum Beispiel sage ich immer wieder eins, das ist ein Puzzleteil. Natürlich, ja, selbst wenn einer als Beispiel, wenn wir jetzt mal von meinen Vertriebsführungskräften sprechen, der sucht einen Verkäufer, der viel akquirieren soll. Wenn er das vom Potenzial her mitbringt, kann der trotzdem fauler Hund sein, um es mal salopp auszudrücken, und wird es nicht tun. Das Potenzial hätte er, nur ihm fehlen, weil viele auch nur nach Farben schauen, die Motive, ja, die Werte, was treibt ihn an, sein Warum. So, und habe ich verstanden, wir haben das ja auch geübt. Sag doch mal, was sind denn so die drei Haupttypen, vielleicht mal für unsere Zuhörer. Wir haben ja gelernt, dass es über die Gesichtsform erstmal geht. Vielleicht erzählst du uns mal so ein paar Grundlagen. Womit fängst du immer an, wenn du so ein Profil bekommst? Wonach schaust du zuerst? Also am einfachsten ist es grundsätzlich mal zu schauen, allerdings im direkten Gespräch, was für ein Naturell die Person hat. Das heißt, ob es ein Ernährungs-, ein Empfindungs- oder ein Bewegungsnaturell ist. Je nach Naturell hat diese Person ganz bestimmte Ausrichtungen, Bewegungsstrukturen, Begabungen, ja, und man kann diese Person relativ gut dann nach diesen Merkmalen schon einschätzen und auch viel leichter direkt ansprechen, was diese Merkmale oder Fähigkeiten angeht. Dann fangen wir doch mal an, das Ernährungsnaturell. Was sind denn die Grundzüge und Eigenschaften eines Ernährungsnaturells Gesichts? Das Ernährungsnaturell ist vom Prinzip her ein relativ rundes Gesicht, ja. Also wie früher gesagt haben, der hat ein Mondgesicht. Das ging schon in diese Richtung, ja, würde ich schon sagen, ja. Und das sind vor allen Dingen sehr ruhige, ausgeglichene Personen, etwas weniger interessiert an körperlicher Arbeit, gemütlich, kontaktfreudig, aber auch sehr ökonomisch denkende Menschen. Also die sind zum Beispiel sehr, sehr talentiert, im Bereich der Ökonomie, der Zahlen zu arbeiten. Die können auch aufgrund der Bewegungsstruktur, also sind eher gemütliche Leute, gut sitzen, lange sitzen, ohne auch gesundheitliche Probleme zu kriegen, was zum Beispiel bei einem Bewegungsnaturell. Kannst du uns, bevor du zum Bewegungsnaturell gehst, kannst du uns mal ein Beispiel geben für unsere Zuhörer hier, was ein einfach erkennbares, vielleicht aus den Medien oder aus dem Fernsehen? Und nochmal, es geht ja nicht darum, ne, irgendwie nahe treten zu wollen, aber was ist so ein typisches Gesicht, wo du sagst, das ist ein Ernährungsnaturell? Fällt dir irgendwas spontan ein? Weil meine Zuhörer, müsst ihr wissen, ihr Lieben, und die ich interviewe, die sind nie vorbereitet. Bei mir kriegt keiner vorher Fragen. Das muss immer alles ganz spontan hier im Leaders Café laufen. Also zum Beispiel der Helmut Kohl. Geht ein bisschen die Richtung, falls der noch bekannt ist. Okay. Ja. Ja. Das wäre so ein bisschen die Richtung, ernährungsnaturell, aber auch teilweise schon mit einem Bewegungsaspekt. Ich wollte gerade sagen, es gibt eben auch Mischtypen. Also kommen wir zum Bewegungsnaturell. Ja. Wie ist da die Gesichtsform eher? Da ist die Gesichtsform eher oval und auch im Kieferbereich zum Beispiel sehr kantig. Ja. Also wer auf meine Homepage geht oder mich noch nicht kennt, sollte mal drauf gehen, dann wisst ihr schon mal, wie ein bewegungsnaturell Gesicht aussieht, was sehr markant ist, habe ich gelernt. Perfekt, ja. Okay. Genauso. Also eher oval, kantig. Und was sind so die Eigenschaften eines Bewegungsnaturells? Ist sehr zeit- und zielorientiert. Um das ganz präzise auf den Punkt zu bringen, also für so ein Naturell, der weiß grundsätzlich sehr genau, was er will. Und den muss ich nicht lang überreden oder lang beraten. Im Grunde genommen weiß er, was er will. Und ich muss ihn einfach lassen. Mhm. Ja. Okay, der ist schwer zu bremsen und einzufangen. Ja. Und dann gibt es noch das Empfindungsnaturell, habe ich gelernt. Was ist denn die Grundzüge vom Gesicht her und was ist ein Empfindungsnaturell? Ein Empfindungsnaturell ist eher ein sehr zartes Wesen, grundsätzlich ein bisschen helle Haut, zarte Körperstrukturen und feingliedrig der Typ.
ist ein sehr kreativer, eigentlich sozialer Mensch. Nicht unbedingt für schwere Arbeit geeignet, aber sehr, sehr kreativ und ideengebend, lässt aber seine Ideen dann möglichst durch andere, die beiden anderen Naturelle umsetzen. Ja. Da ist die grundsätzliche Ausrichtung sehr Schutz- oder Sicherheitsbedürftigkeit bei diesem Naturell. Ja. Das spielt da die große Rolle. Okay. Und für unsere Zuhörer, gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen bei den Naturellen von der Empfindsamkeit oder von den Eigenschaften, oder ist es geschlechtsneutral sozusagen? Das ist vollkommen geschlechtsneutral. Okay. Und dann habe ich auch gelernt, es gibt auch Mischtypen. Ich bin zum Beispiel Mischtyp, Bewegungs- und, jetzt wird der eine oder andere grinsen da draußen, Empfindungsnaturell. Nur, wie meine Freunde schon ein Leben lang sagen, harte Schale, weicher Kern, weil mit diesem kantigen Kinn kann ich ja nun mal nichts machen. Ne? Ist halt jetzt nicht so, dass das so aussieht, ich könnte eher den Terminator spielen als den ja, heißen Lover Patrick Swayze und Tänzer. Mhm. Ja, so, wie stark sind so die Mischtypen aufgeteilt? Kann ich auch alle drei haben? Habe ich immer nur zwei? 50%, 50, 60, 40? Gibt es da von dir Erfahrungswerte? Gibt es da auch eine Richtung oder ist es auch alles komplett individuell? Also das ist vollkommen willkürlich, ja. Da gibt es Typen, die haben 50% ein Teil des Naturells, 30% oder 35% und dann noch 15%. Das kann vollkommen willkürlich sein, wie gesagt, aber meistens ist es eher eine Zweiteilung von Naturellen, wobei es meistens eine etwas stärkere Gewichtung eines Hauptnaturells gibt. Also wenn Sie jemand zum Beispiel ein Bewegungs-, Ernährungsnaturell ist, dann ist es oft das Bewegungsnaturell bei 60-65% und der Rest ist dann entsprechend Ernährung. Also auch gelernt heute heißt nicht, weil jemand ein paar Kilo zu viel hat, noch lange nicht, dass er ein Ernährungsnaturell ist, hat damit gar nichts zu tun, sondern die kann er sich auch als Bewegungs- und Empfindungsnaturell angefuttert haben, um auf den Punkt zu bringen. Wir hatten heute über jemanden gesprochen, der leider auch schon verstorben ist. Ja, der Dirk Bach als Moderator, da sagst du, klares Bewegungsnaturell mit Empfindungsnaturell, ja, hat mit Ernährungsnaturell nichts zu tun gehabt, sondern das war einfach auf gut Deutsch angefuttert. Ja. Okay, spannend. So, also dann haben wir das. Gehen wir mal für unsere Zuhörer, gerade die Führungskräfte, die nach Mitarbeiter suchen, die suchen bei mir meistens Verkäufer. So spontan, welche Eigenschaften, Verkäufer ist ja eher jemand, jetzt kommt es natürlich auch drauf an, bin ich im Key-Account, habe ich nur wenig Kunden, die ich eng betreuen muss, bin ich im Flächenvertrieb ja, oder im Direktvertrieb, ja, ganz andere Typen auch gefordert. Das heißt, ich muss erst eine Stellenbeschreibung machen und wenn ich eine Stellenbeschreibung habe, könnte ich zu dir kommen und du sagst mir dann, wie die Eigenschaften haben muss durch das Gesicht für die freie Stelle. Ja. Also vom Prinzip ist es so, wenn ich jetzt mir Gedanken mache, was ein Verkäufer gut können könnte, dann heißt es, er muss eine sehr schnelle und gute Auffassungsgabe haben. Er muss sofort und sehr schnell begreifen, um was es geht. Dann sollte er vor allen Dingen auch eine gute Sprachwiedergabe haben, sollte auch gut zuhören können und sollte eventuell auch gut mit Zahlen umgehen können, ja. Und eventuell, wenn es notwendig ist, frei reden zu können. So wäre hilfreich bei einer Präsentation. Wäre das nicht schlecht. Ja? Also das sind gewisse Eigenschaften, die kann man ganz deutlich dann am Gesicht sehen. Erzähl, da bin ich gespannt und meine Zuhörer bestimmt auch. Wenn wir die Charakterzüge, die du gerade beschrieben hast, nehmen, was für ein Gesicht habe ich dann? Da bin ich, Martin, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich etwas vorsichtig. Okay. Und zwar aus folgenden Gründen, wenn ich jetzt nur höre und eventuell Personen zuhören auch, die kein gutes Formenverständnis haben. Ich mache vielleicht nur mal ein Beispiel. Man kann ja auch Krankheiten im Gesicht sehen. Ja. Jetzt käme ein etwas. Ich habe mal gelernt, die Säufernase kann sie Menschen gut ansehen. Zum Beispiel, ja. Aber gut. Aber jetzt kommt ein etwas verantwortungsloserer oder unkritischer Gesichtsleser dazu und sagt,
Man könnte vielleicht gewisse Anzeichen eines zukünftigen Herzinfarkts am Körperteil oder Gesichtsteil. Das kannst du sehen. Das kann man sehen, ja. Wahnsinn. Ich würde das jetzt aber nie hier oder auch direkt dem Kunden sagen, und zwar aus dem Grund, weil wenn dann da eine Falte oder eine Kerbe oder sonst irgendwo in diesem Bereich ist, auch aus verschiedenen anderen Gründen, weil der vielleicht sehr stark im Winter Fahrrad fährt und dadurch auch eine Kerbe oder eine Narbe entstanden ist, ja, und man dann daraufhin sagen würde, der bekommt bald einen Herzinfarkt, halte ich das für sehr unverantwortlich. Ja. Okay. Aber wenn man sowas sieht oder wenn so ich etwas sehe, sodass es möglichst wäre oder eventuell eine Gefahr besteht, dann halte ich es für sinnvoll, dieser Person einen Hinweis zu geben, ob sie nicht irgendwann demnächst mal einen Arzt aufsuchen will, um das überprüfen zu lassen. Aber da schockst du natürlich schon auch mit, wenn du jetzt mir sagst, Martin, geh doch mal deine Herzmuskelgefäße überprüfen lassen, dann bin ich ja schon auch ein bisschen aufgeregt, ne? So als empfindungsnaturell. Selbstverständlich, Martin, würde ich das nicht so machen, sondern ich würde dich zum Beispiel fragen, Martin, gehst du eigentlich regelmäßig bei deinem harten, anstrengenden Job zur Vorsorgeuntersuchung und lässt dich mal durchchecken? Sehr schön. Und in dem Rahmen würde ich dann vielleicht 2 Monate früher drauf dringen und würde sagen, ah, geht doch jetzt schon. Aber nehmen wir was Allgemeines. Ich habe das verstanden und deswegen, ne, also ich weiß, das hast du auch bei uns gesagt, dass du da sehr sorgsam mit umgehst und das finde ich gut, weil ich kann mir auch vorstellen, du sagtest so aus Spaß, aber das war kein Spaß, wenn du mit Leuten essen gehst, ja, und da sitzen 10 Leute am Tisch, wo dich nicht alle kennen und dann wirst du vorgestellt, Mensch, das ist mein Kumpel Michael, so, dann was machst du beruflich? Der ist Gesichtsleser. Dann stehen 2 auf und gehen ohne was zu sagen, weil sie Angst haben. Du kannst ja alle sehen. Mhm. Hast du nicht manchmal auch das Thema, dass Kunden Angst haben vor dir, selbst wenn sie sich engagieren und sagen, Mist, jetzt engagiere ich den, will von dem was, aber der sieht bei mir auch alle Schwächen oder alle Krankheiten oder alle Defizite. Wie gehst du damit um? Spürst du das? Merkst du das? Kriegst du das als Feedback? Vor allen Dingen spüre ich sowas, wenn sowas passiert. Aber ich habe ja dir heute schon gesagt, dass ich eine sehr positive Einstellung zu Menschen habe und da sehr behutsam mit umgehe. Ja, ja, absolut. Das haben wir auch hier im Umgang mit dem Team und allen gemerkt. Ich möchte aber trotzdem noch mal ein bisschen nachhaken, dann nochmal dabei. Also so typische Charaktereigenschaften habe ich zum Beispiel gelernt, korrigiere mich. Also zum Beispiel, das habe ich auch schon mal in einem anderen Seminar, wo ich Face-Kommunikation gemacht habe, gehört, mein markantes Kind zum Beispiel ist ein Dranbleiber-Kind, haben die es genannt. Ich bleibe an Dingen gut dran, bin hartnäckig. Ja, bei meinem Seminar heißt das ja höfliche Hartnäckigkeit. Und wenn ich was erreichen will, dann bin ich extrem zielorientiert. Und dass du auch so von gesagt hast, kannst du in dem Kind auch sehen. Also wenn ich so jemanden haben möchte, der viel Kaltakquise machen kann, oder ich habe im Direktvertrieb gelernt, ne, von Door-zu-Door-Geschäft, dann hilft es zumindest. Ja. Was aber nicht zwingend bedeutet, dann gibt es eben auch wieder andere Gesichtsteile, wenn ich so ein Kind nicht habe, ich trotzdem gut akquirieren kann. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, ja. Nur um das Beispiel im Fußball, wo ich ja auch Akquise mache und Recruiting. Da ist es so, das ist grundsätzlich so, vor allen Dingen im Sportbereich, aber auch in deinem Bereich oder in jedem beruflichen Bereich, dass ein Supertalent ohne harte Arbeit nie zur Spitze kommen wird. Ja. Langfristig überholt der Fleißige immer das Talentspruch von mir, 10.000-Stunden-Regel, ja, wenn du wirklich gut in was werden willst, dann 10.000 Stunden trainieren, das hast du uns ja auch als Tipp gegeben, wenn wir da besser werden wollen. Immer wieder Bilder anschauen, Bilder anschauen, Bilder anschauen, lernen, probieren, lernen, nachfragen und eben schauen. Und ich habe ja so aus Spaß gestern zu dir gesagt und heute nochmal, normalerweise müsste doch jeder Polizist, jeder Kripo-Beamte so eine Ausbildung machen in seinem Studium oder auch jeder Trainer, wenn du sagst Fußballtrainer, sowas macht. Wird dieses Thema noch zu unterschätzt, weil es dann wieder zu jung ist, obwohl es eine alte Kunst ist? Bei uns muss ja alles immer 15.377 Mal bestätigt sein. Oder ist es die Angst davor, fehl zu interpretieren? Oder wieso gibt es so wenige Menschen, die das machen, das, was du machst? Denn ich habe mal gegoogelt, ja,
gib mal einen Verkaufstrainer für so 40.000. Mhm. Bei dir habe ich festgestellt, es ist ein bisschen dünn, was da so am Markt rumläuft, jetzt im Verhältnis. Mhm. Das ist eine junge, relativ junge empirische Wissenschaft, also eine Erfahrungswissenschaft. Und es ist natürlich so, für jeden Beruf braucht man gewisse Qualifikationen. Ja? Van Gogh oder Richard Wagner waren auch mit außergewöhnlichem Talent gesegnet und haben das dann auch toll umgesetzt. Ja? So ist es natürlich auch zum Beispiel beim Gesichterlesen. Du brauchst gewisse Qualifikationen, ja? Du brauchst ein sehr gutes Formensehen, du brauchst ein gutes Zahlenverhältnis sehen, ja? Und eine gewisse Einfühlsamkeit wäre auch nicht schlecht. Ja? Wenn du sagst Formensehen, weil das Gesicht wird eingeteilt in drei Bereiche, ne? Vielleicht erzählst du den Zuhörern nochmal was über die drei Bereiche. Es geht nicht nur um die drei Bereiche, okay, sondern zum Beispiel die Stirn. Wir haben heute gelernt, dass das Gesicht in drei Teile eingeteilt wird. Sagen wir, der Stirnbereich, der mittlere Augen-Nasenbereich und dann mehr den Kinn-Mund-Bereich. Aber zum Beispiel bei der fortgeschrittenen Gesichtsleserei wird die Stirne dann nochmal in sieben Teile unterteilt und jeder Bereich steht für eine andere Qualifikation oder Möglichkeit. Und da muss ich halt sehen, ob dieser Bereich vorgewölbt ist oder eher eingedellt ist oder ob er auf einer relativ geraden Fläche ist. Das ist ungefähr wie beim Krafttraining, ob ein Muskel sehr stark entwickelt ist oder ob er sehr schlaff ist oder ob er ein mittelstarker, normaler Muskel ist. Durch den Gebrauch der entsprechenden Muskeln im Gesicht, weil die Areale sind mit dem Gehirn verbunden, da gibt es auch inzwischen hervorragende neurologische Untersuchungen. Je mehr ich ein Areal gebrauche im Gesichtsbereich, umso mehr wird es natürlich wie ein stark benutzter Muskel auch ausgeprägter. Ja? Und so kann man dann sehen, ob diese Person eher eine Begabung oder eher eine starke Möglichkeit hat oder ob dieses Areal total vernachlässigt ist. Okay, und nehmen wir mal, das habe ich auch gelernt von dir, das fand ich sehr spannend, ja, ich sage mal, Theo Weigel Augenbrauen, ne? Ja, war ganz spannend, ja, wie du sagtest, weil ich, ja, jetzt verrate ich da den Zuhörern auch noch was, ich trimme ja immer so meine Augenbrauen, weil die sonst auch sehr stark wuchern und wachsen, ja, und da sagst du, das verändert automatisch auch schon durchs Trimmen Handlungen, Eigenschaften, Charakteren. Wir haben uns angeschaut, Mick Jagger war ein schönes Beispiel, hattest du uns gezeigt, früher noch diese großen Lippen und heute ganz schmale Lippen. Und das sagst du, im Laufe eines Lebens verändert sich das eben auch durch Erfahrung, auch dein Gesicht. Also wenn man mal die beiden vollen Lippen nimmt und schmalen Lippen, ja, als Beispiel, was könnte das bedeuten? Wenn wir zum Beispiel die Lippen nehmen, in dem Falle die Oberlippe, bei uns Gesichtslesern in meinem Bereich heißt es so, dass die Oberlippe eigentlich für Kontaktfreude steht, ja, und für Aufgeschlossenheit. Und wenn jetzt im Laufe des Lebens sehr viele Kontakte anscheinend sehr negativ verlaufen und die Person immer weniger kontaktfreudig wird, ich denke, das hat man auf den beiden Bildern hervorragend gesehen, dann zieht sich die Person immer mehr zurück und das zeigt sich dann auch in diesem Areal, in diesem Fall an der Oberlippe, dass die ganz schmal wird und ich kann mir das auch beim Mick Jagger vorstellen mit seinem Leben, dass seine Kontaktfreudigkeit ziemlich gegen Null geht. Okay, ja, interessant, spannend. Und wenn du sagst mal die drei Teile, ja, zum Beispiel habe ich heute auch gelernt, eine hohe Stirn, also wenn die Partie, die dritte Partie, also die Stirn, extrem großflächig ist, dann bedeutet es vor allen Dingen, und das muss man immer auch teilweise vernetzt sehen, aber vor allen Dingen bedeutet es erstmal, dass diese Person Informationen sehr stark intellektuell verarbeitet. Ja? Das ist vor allen Dingen die Hauptsache. Ja.
Interessant. Du hast einen schönen Test mit uns gemacht. Am Anfang hat der Michael uns drei Bilder gezeigt von drei Männern. Ja, ganz lustig. Ja, wem würdest du deine Kinder als Babysitter anvertrauen? Ja, und unsere zwei Damen, die mitgemacht haben, drei Damen, meine Mama war auch da, ja, die mitgemacht haben, war ganz lustig. Die haben alle instinktiv den richtigen ausgewählt. Das heißt also auch da, neben dem Gesichtslesen, eine gesunde Menschenkenntnis. Und wenn ich jetzt Mick Jagger treffen würde als Beispiel, ja, würde ich auch sehen, wie er reagieren würde. Wenn ich mich mit ihm näher unterhalten würde und nachfragen würde, würde ich wahrscheinlich auch solche Erfahrungen machen und solche Antworten bekommen. Und ich denke, es ist immer im gesamten Kontext natürlich auch zu sehen, dann wie die Leute an einem zerren. Weil ich habe umgekehrt auch die Erfahrung oft gemacht, gerade bei Promis, ja, dass wenn du sie höflich ansprichst, wenn du sie mal irgendwo triffst, die auch froh sind, weil viele, macht es mir so am Flughafen fest, ja, dann gaffen die Leute in Anführungsstrichen und sagen, oh, guck mal, da ist der und der. Und der ist dann immer ganz allein, wenn du ihn nett ansprichst und dich mit dem ein bisschen unterhältst, freuen die Menschen sich. Ja, weil das Umgekehrte gibt es dann auch manchmal. Ne? Die würden gerne mehr Kontakt haben, ja, nur die Leute gehen nicht mehr hin, weil die trauen sich nicht mehr. Ja, ne? So. Ja, ja. Ah, spannend. Ja. Für mich waren auch so ein paar Aha-Erlebnisse dabei und das ist ja wie immer im Leben, wenn du es selbst erlebst, dann merkst du es ja, weil ich bin sehr kontaktfreudig im Business, ja, und am Wochenende kann ich mir auch herrlich zurückziehen und brauche keine Kontakte. Ne, weil ich das mal mit meinen Lippen dann vergleicht habe, ne, da kommt wieder meine Akquisestärke und eben, dass ich Menschen mag aus einem anderen Antrieb, aber am Wochenende, wenn ich 5 Tage mit Menschen zusammen war, ne, also auch beides ist in einem drin, dann gibt es nochmal die Unterteilung, also wir haben gelernt, die drei Empfindungsnaturell, die drei Gesichtspartien und dann gibt es auch noch rechte und linke Seite, wie wir es auch über Kreuz haben mit den Nerven. Was ist da die beiden Teile? Die stehen auch jedes Mal für eine Seite, beruflicher und für die private Seite. Richtig. Wobei die rechte Seite allerdings immer vom Klienten aus gesehen ist die berufliche Seite und die linke Seite entsprechend ist die private Seite. Wie stark arbeiten Gesichtsleser aus mit Augenbewegungen, wie wir es aus dem NLP herausbekommen? Im NLP werden ja die Augenbewegungen visuell nach oben, kinästhetisch, Gefühl nach unten. Ja, kannst du herrlich sehen, wenn du Kinder erwischt, wenn sie Süßigkeiten zum Beispiel zu sich genommen haben, wenn sie keine mehr nehmen sollten. Und du erwischt dein Kind als Beispiel, wo guckt dein Kind immer nach unten. Ne? So, und wenn du am Träumen bist, schaust du halt mehr nach oben wie nach unten, weil du die andere Bilder natürlich im Kopf machst. Spielt das bei euch auch eine Rolle oder ist es für euch jetzt weniger wichtig? Vollkommen uninteressant. Völlig uninteressant. Ne? Und das ist dann schon spannend, wie viele unterschiedliche Situation es gibt. Wie bist du dazu gekommen? Wie kommst du zum Gesichtsleser? Von Hause aus bin ich ja eigentlich Sportwissenschaftler, Biomechaniker und Bewegungsanalytiker und vor allen Dingen auch spezialisiert im Reha-Bereich. Da ist es grundsätzlich ungeheuer wichtig, schnell zu sehen, wie eine Person tickt, um möglichst eine gute Therapie effektiv einsetzen zu können. Ich habe dann alle möglichen Sachen gelernt, Psychologie, was es da so gibt an Befragungen und sonstigen Sachen, Ausbildungen gemacht, Soziologie und so weiter. Und das war immer zu langwierig und zu umständlich, bis ich dann vor ein paar Jahren an eine Person kam, an einen Kunden, der zu mir gesagt hat, Michael, ich habe da einen Typ kennengelernt, der liest aus dem Gesicht alles. Und ich bin ja als Betriebswirt und als Sportwissenschaftler nicht unbedingt der große Esoteriker. Nein, das habe ich auch nicht so wahrgenommen in den 2 Tagen. Ich war da sehr, sehr skeptisch, bin dann da aber trotzdem hingefahren, weil ich für solche Dinge immer offen bin. Habe mich dann einen halben Tag mit dieser Person unterhalten und der hat mir Sachen erzählt, die ich weder auf irgendeiner Internetseite noch sonst irgendwo privat irgendjemand erzählt hatte. Und das hat er alles aus meinem Gesicht oder aus dem Kopf gelesen, ab dem Kopf gelesen. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich 2 Tage später die Ausbildung angefangen habe und habe das dann gelernt und habe es permanent, sofort, ab dem ersten Tag bei meiner beruflichen Arbeit eingesetzt und es hat meine Akquise oder meine Kundengespräche
drastisch zeitlich reduziert. Ja? Also es hat mir sehr, sehr geholfen. Auch die Analysen der Personen sind sehr viel präziser geworden. Ja? Ja, es hat einfach meine Arbeit kolossal erleichtert. Okay. Und wie lange machst du das jetzt schon? Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, so circa 6-7 Jahre. Wow. Und wenn jetzt einer meiner Zuhörer sich dafür interessieren würde und sagt, Mensch, da möchte ich auch gut drin werden, gerade für meine Einstellung, ja, wie lange braucht jemand, um ein gutes Grundkenntnis zu haben? Nehmen wir gerne das Beispiel mit Fußballspielen. Mhm. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich Oberliga spielen will, ne, oder zweite Bundesliga spielen will, brauche ich andere Talente wie Champions League oder andere Wiederholungen. Ja, Oli Kahn hat ja mal so schön gesagt, dafür liebe ich ihn immer noch. Ja, ich war nie der beste Torwart zu meiner Zeit, ich habe aber am meisten trainiert. Wie lange brauche ich, um ein vernünftiges Grundwissen zu haben, um sorgsam damit umzugehen? Da bin ich etwas zwiespältig, muss ich ganz offen sagen. Es ist natürlich grundsätzlich so, wenn jemand so zum Beispiel wie du eine sehr gute Auffassungsgabe und sehr gutes Formensehen hat, ja, dann fällt jemand sehr viel leichter, sich auf solche Dinge einzustellen oder Aufteilungen im Gesicht sehen zu können. Ja. Wir haben ja jetzt 2 Tage hier zusammen gearbeitet und ich glaube, das, was wir da gelernt haben, nämlich die Naturelle unterscheiden zu können, die Dreiteilung des Gesichtes, also wie man versteht oder sieht, wie ein Mensch Informationen verarbeitet und dann noch, wie es beruflich und privat um ihn bestellt ist. Für diese 3 Dinge, wenn man die einigermaßen verstehen und sehen will, braucht man allein als Lehrstoff, sagen wir, durchschnittlich 2 Tage. Allerdings muss man dann ganz genau wie Vokabeln auch üben, üben, üben und man soll in regelmäßigen Abständen ruhig immer wieder mit dem Coach oder mit dem Trainer eine Überprüfung des Wissens stattfinden lassen. Wie bei uns auch, ich sage immer, ne, wenn Teilnehmer kommen, sind sie immer so erstaunlich, sagen, ja, also das habe ich alles schon mal gehört, Herr Lindenberg, das kenne ich. Dann frage ich immer, können Sie es auch? Dann sagen manche, ja, und dann frage ich noch, beherrschen Sie es aus dem FF? Kann ich Sie nachts um 3 Uhr in der dritten Tiefschlafphase wecken und können Sie mir dann sagen, warum ich bei Ihnen kaufen soll? Dann wird es, ohne jemand nachtreten zu wollen, oft sehr dünn. Also auch da Wahrnehmung sind ja 2 unterschiedliche Themen. Ja, also kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Und wie gesagt, was mich fasziniert, ist immer wieder, gibt es bei euch auch so Richtungen? Also ich nehme nochmal das Beispiel jetzt. Ich habe schon mal, nicht mein erstes Seminar ja mit dem Thema so intensiv wie mit dir anders gemacht. Ne? Also da wurde zum Beispiel auch ganz anders interpretiert. Ist das auch wie eine Fremdsprache oder wie ein Dialekt, dass du, ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ja, also Nasenflügel habe ich mal gelernt, eng beieinander. Ja, ist jemand, der sehr teamorientiert ist und gut im Team arbeiten kann. Nasenflügel breit auseinander, das heißt mal wie so ein Afrikaner, große Nasenlöcher, ja, ist so ein Bescheidwisser. Also der weiß alles, der kann alles, der ist eher einer, der nicht so zuhört. Kam jetzt bei dir zum Beispiel so gar nicht vor. Ja, da würde ich auch Folgendes mal sagen. Da würde ich mir auch kein Urteil drüber erlauben. Wenn das in ein System, das du gelernt hast, komplett passt, dann kann das vielleicht stimmig sein. Bei uns bedeutet halt große Nasenlöcher oder kleine Nasenlöcher etwas anderes. Bei uns geht es um Mut zur Kommunikation, eventuell auch gerade im Leistungsbereich, klar, auch um regenerative Versorgung, ja, was die Atmung angeht. Das ist halt in unserem System. Also sage ich jetzt mal salopp, wenn ich Stürmer bin, ja, als Beispiel, der aus allen Lagen drauf schießen muss, so ein Edin Dzeko ist ja mal, wie er bei Wolfsburg war, Torschützenkönig geworden, weiß noch, er sagt, ich habe es jetzt mehr aus die Zahlen im Kopf, aber ich habe diese Saison 1377 Mal aufs Tor geschossen und damit 29 Tore gemacht, so nach dem Motto. Also ist hilfreich, dass ich aus allen Lagen zum Beispiel schieße als Stürmer oder gucke, dass ich jeden Ball kriege, dass ich mutig bin. Also würde zum Beispiel einem Stürmer jetzt, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, große Nasenlöcher gut stehen sozusagen. Nein. Nein. Nein.
Ja. Wieder was gelernt. Weil ich glaube, dass ein Stürmer nicht groß reden oder singen muss über den Sportplatz. Es geht nur um Mut zur Kommunikation. Was Nasenlöcher. Ah, also nur Mut zur Kommunikation. Nur Mut zur Kommunikation. Alles klar. Ja. Also der Mittelfeldspieler dann wieder. Der Mut. Spielführer, der Kapitän. Der müsste der sollte schon Mut zur Kommunikation haben, weil der muss im Grunde genommen seine Spieler über den Platz dirigieren und eventuell auch mal zusammenschreien. Trainer also auch? Trainer sollte auch Mut zur Kommunikation haben. Jetzt weiß ich, warum ich Trainer geworden bin. Guckt ihr Lieben. Also, wie immer im Leben, es ist auch nicht so trivial. Auch hier musst du deine Hausaufgaben machen. Ist eine effektive, schnelle Geschichte. Ja. Und ich habe von dir gelernt, es wird eingesetzt auch im Top-Management, ja, für eben nicht nur Recruiting, sondern auch Eigenschaften festzustellen, kann derjenige auch wirklich so ein Unternehmen führen. Ja, und war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Gibt es von dir für, ich sage es mal, Leute, die sich mal ein bisschen damit reinfühlen wollen, ob das was für sie ist? Ja, also ne, wir werden hier unten einblenden bei der Folge natürlich auch, wo ihr Michael findet. Ja, ganz klar. Gibt es eine Lektüre, gibt es ein Einsteigerbuch, so wie es beim NLP was gibt, wo ich sage, da kann ich mal reinschnuppern. Gibt es da irgendwas, was du empfiehlst? Oder sagst du, Leute, tut euch einen Gefallen, wenn ihr es wirklich lernen wollt, macht ein Seminar? Also Martin, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Es gibt wirklich kein sinnvolles Buch. Ist das so? Das ist so, ja. Es gibt ein einziges Buch, aber das gibt es leider im Fachhandel nicht mehr. Das eventuell noch über das Antiquariat zu bekommen, ja, weil das ist, glaube ich, 2007 das letzte Mal aufgelegt worden. Also es wird nicht mehr verkauft. Das ist meiner Meinung nach das Beste und auch von dem wirklich Top-Gesichtsleser überhaupt, von Dirk Schneemann, ja, ich kann Ihnen jetzt nicht mal den Titel, ich kann Ihnen jetzt nicht mal den Titel sagen, okay. Ja, aber das kann man versuchen noch, ich glaube, ich weiß, wie du tickst oder ich weiß, wer du bist, so ähnlich heißt das. Das ist ein sehr gut und sinnvoll beschriebenes Buch. Ja. Und Frage, wieso nicht weitergeführt, wenn er so top ist, also außerdem hat er es einstampfen lassen oder hat der Verlag kein Interesse mehr gehabt oder weißt du nicht, oder? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne den Dirk einigermaßen und er ist ein sehr, sehr agiler Mensch und ich denke, dass er einfach viele andere Projekte hat laufen lassen und ein Buchprojekt nicht unbedingt für ihn im Vordergrund stand. Michael, mein Lieber, also, was hältst du davon? Du schreibst ein Buch, das wäre auch mal eine Idee, hä? Für dich hier zum Schluss. Wenn du mich erzählen könntest, dann siehst du genau, dass ich nicht unbedingt die Schriftstellerstirn habe. Ja? Ich bräuchte eventuell, wenn ich sowas mache, einen sehr guten Ghostwriter, der mithelfen würde, sowas zu machen. Dann könnte ich mir längerfristig vorstellen, vielleicht sowas umzusetzen. Sehr schön. Dann ganz zum Schluss noch drei Fragen spontan beantwortet. Ja, was ist dein Lieblingsfußballverein? Hoffenheim. Ach du, Hoffenheim, wenn ich das vor dem Interview gewusst hätte. Dein Lieblingsgericht? Pesto. Und was ist eine Sache, wenn ich einen Gesichtsleser verführen möchte, womit kann ich dich am besten kriegen? Das kommt jetzt drauf an, was für naturell das wäre, ja. Also ich gehe von mir jetzt aus, ich rede nicht von deiner Frau, ne? Dass wir gesprochen haben, oder von Frau, ne? Haben wir schon verstanden. Da du ja siehst, dass ich bewegungsnaturell bin, wenn du mir sagen würdest, Michael, geh mit mir in den Himalaya klettern, dann wäre ich da sofort dabei. Sehr schön. Michael, ich sage ganz, 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 ganz lieben Dank, dass du hier am Ende unseres Seminars noch die Zeit genommen hast für dieses Leaders Café Aussage. Ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr es liked, wenn ihr es teilt. Ja, denn wir machen das Ganze für euch, um euch besser zu machen. Alle Führungskräfte da draußen, alle Sales Leaders. Hört wieder rein, wenn es heißt Leaders Café mit Martin Imbeck. Und nochmal ganz lieben Dank, lieber Michael. Vielen Dank, Martin. Bis bald, euer Martin Imbeck.